What's the difference? Geraldine, du bist... dumm, aber ist so. Ja, genau das habe ich halt auch erwartet von ihr. Dicke Fassaden im Gesicht und Windschutzscheiben und Airbags der neuesten Generation. Außerdem findet Geraldine Marc gar nicht so toll. Hi! What? Das kann man doch einer Barbie-Puppe überziehen und es passt ihr besser als Aurelia. Dieses Ding ist einfach viel zu klein. Das Ding ist so groß. Moin, mein Lieber. Kommentierst du auch wieder die neue Staffel Love Island? Yo, Till, servus. Du warst doch vor 2 Jahren auch bei Love Island, stimmt's? Okay, mega cool. Jetzt hat nämlich die 4. Staffel angefangen. Könntest du vielleicht ein Intro für mich drehen? Ja klar, gerne. Hey, mega geil. Danke dir, Till. Da sehen wir uns, gell? Ciao. Geiler Till. Hey Leute und herzlich willkommen zu der 4. Staffel von Love Island. Bei mir ist das Ganze erst schon 2 Jahre her, dass ich dann teilgenommen habe. Wissen wir, überkommt mich das mit Fernweh. Erst recht, wo ich die schicken Girls da gesehen habe, sind auf jeden Fall 2, 3 dabei. Die gefallen mir eigentlich echt ganz gut. Und zu den Jungs muss ich da, glaube ich, gar nichts sagen. Ich glaube, Jungs ist das passende Wort. Ich hoffe mal, dass es den Jungs auf jeden Fall nochmal Männer werden, dass da es ordentlich zur Sache geht. Wir wollen ja ein bisschen Action sehen. Und am wichtigsten ist natürlich, ob sich am Ende rausstellt, dass sich da die wahre Liebe gefunden hat oder ob das Ganze nur für den Fame war. Wir werden sehen, einschalten und dann erfahren wir mehr. Okay, Till, vielen, vielen Dank für die Einführung in die neue Staffel Love Island Staffel 4. Du wärst auf jeden Fall eine tolle Ergänzung gewesen, um die Jungsrunde ein bisschen aufzumischen. Schau auf jeden Fall beim Till vorbei auf Instagram, TillAdam23, und lass ihm ein großes Dankeschön von mir da. Jetzt würde ich auch sagen, viel Spaß bei der neuen Staffel Love Island. Jetzt geht's los mit der ersten Szene. Viel Spaß und los geht's! Oh mein Gott! Jesus! Wer? Oh mein Gott, oh mein Gott. Holt euren Gehörschutz, sonst sind Trommelfellplatzer vorprogrammiert. Was? Oh mein Gott, wie geil sieht das bitte aus? Wie geil sieht das bitte aus? Es sieht aus wie eine Neueröffnung eines Kindergartens. Alles aufgeräumt und bunt wie sonst was. Und nach 2 Tagen ist es halt nicht aufgeräumt und bunt wie sonst was. Oh. Endlich hat das Leben wieder einen Sinn. Also starten wir jetzt offiziell mit... Kuppelshow der Welt. Love Island! Love Island! Woo! Wir sehen so gut aus. Das stimmt. So gut aus. Aber jetzt mal ehrlich, Geraldine, du siehst aus wie das frisch eingeölte Pooldeck. Glanz pur. Oh. Ich heiße Geraldine. Okay, also es gibt anscheinend Geraldine. Ich bleib einfach bei Geraldine. Am liebsten mag ich halt mein Gesicht. Ja, schon geil. So ein mit Vaseline frisch eingeschmiertes Schlauchboot. Aber auch meine Brust. Sie meint wohl die 500 Gramm Silikon pro Seite. Ich habe vor circa einem Jahr für über ein Jahr in der USA gelebt. Ja klar, wer kennt sie nicht? Der USA, der Vereinigten Staaten von Amerika. Also mein Ex-Freund damals, der war definitiv eine 10 und da ist mir halt mehrmals fremd gegangen. Immer dieselben, möchte gern Babo, Digger, Shisha, Instagram-Influencer, Fuzzi-Klientel mit denselben Problemen und dem Fremdgehen. Optisch. Vom Aussehen her. Optisch. Immer dasselbe. War das gut oder nochmal neu? Ja, dazu sage ich mal nichts, aber Geraldine, du bist... dumm, aber ist so. Ja, genau das habe ich halt auch erwartet von ihr. Aber wo sind die Daybetten? Ah, da. Man beachte die dezente Symbolik. Beachtet die Symbolik. Lasset sie wirken tief in eure Schlauchbootlippen. Ich sehe es jetzt schon in Folge 1. Geraldine ist auf jeden Fall mein Lieblings-Screenshot-Buddy. Was gefällt dir? Also ich habe so eine Schwäche für spanisch sprechende Männer. Hola, chicas, tengo buena patatas fritas en mi pantalones. Ich finde, wir passen hier gut rein, oder? Auf jeden Fall, denn alle haben dicke Fassaden im Gesicht und Windschutzscheiben und Airbags der neuesten Generation. Ich bin ein bisschen nervös. Oh, du bist ganz gut aufgehoben. Sie ist einfach wirklich nervös und wirklich real, einfach, dass sie ja ein bisschen Schiss hat wahrscheinlich vor der Sendung. Warte, wir stoßen mal an, alle zusammen. Yeah. Auf dich, auf Love Island. Noch sind sie... Oh, wir sind beste Freundin. Wir lieben uns zusammen. Ja, mal schauen, wie lange das halten wird. Aber jetzt kommt Jana Zorelli... Wie heißt die? Jana Ina Zorelli. Hallo, liebe Mädels. Und der erste Junge, der vorgestellt wird, ist... Luca. Falls ihr die Kandidaten noch nicht kennengelernt habt und nicht wisst, von wem ich spreche, ich verlinke euch hier mein letztes Video. Da habe ich alle Kandidaten einmal erklärt und hergezeigt. Auf jeden Fall darf sich Luca als eine Frau auswählen und er wählt... Und da würde ich die Melina nehmen. Wow, Melina. Ja, sie scheint sich zu freuen. Unser Model, Marc. Und Geraldine findet Marc, der anscheinend mit Bibis Beauty Palace verschmolzen ist. Hallihallo, nicht so toll. Hallihallo.
Nicht mein Typ. Hallöchen. Hi. Hi. Ich muss kacken. Hi. Das ist Geraldine. Wow. Na, wenn die sich nicht freuen wird, dass er sie gewählt hat, dann weiß ich auch nicht. Dann ist aus. Dann gehe ich heim. Hi. 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 Fitnessgott. Proteinpulvergott. Joshua. Okay, anscheinend sagt man wirklich Joshua und nicht Joshua. Hi. Hi. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr findet, dass er ausschaut, aber er schaut doch echt aus wie ein 15-jähriger Pubertierender, oder? Am besten an mir finde ich auf jeden Fall meine Oberarme und ist auch so mein Statussymbol. Bevor wir uns jetzt noch mehr Blödsinn über ihn anhören und ich mich über ihn aufregen muss, lassen wir ihn einfach mal wählen. Deshalb entscheide ich mich für Chiara. Und jetzt kommt der letzte Junge. So Mädels, hier ist Henrik. Henrik wählt die letzte Frau ohne Partner, obwohl er eigentlich jede andere hätte wählen können. Ich entscheide mich für Anna. Alle haben ihre Partner und sind somit Couples und jetzt kann Love Island beginnen. Habt Spaß und lasst es knistern. Gleich gibt's noch eine Granate zum Dessert. Das war ein kleiner versteckter Spoiler von dem tollen Sprecher Simon Beck. Liebe Islander, ich habe einfach was vergessen. Ach ja, ich habe vergessen, dass noch eine Person vor der Tür steht. Als ich gerade rausgegangen bin, habe ich sie zufälligerweise gesehen. Ups, jetzt kommt eine neue Frau. Granaten sind sozusagen die ausgewählten Super-Singles. Unsere erste Granate. Ist die Frau aka Sarah Lombardi nur halt in noch mehr geschminkt und nicht so sympathisch? Aurelia. Und Aurelia durfte sich einen von den Jungs in den Whirlpool zu sich einladen. Marc. Wir haben uns gerade kennengelernt und direkt muss er schon so jemand anderes. Jemand anderem. Und außerdem findet Geraldine Marc gar nicht so toll. Hi. Kurz gesagt, sie mag ihn eigentlich gar nicht. Und klar, da hat man schon so ein bisschen Angst, so, dass er einen direkt schon weggenommen wird. Weggenommen wird mit dem Hintergedanken, den sie uns nicht sagt, nämlich, dass sie aus der Villa fliegen kann, wenn sie keinen Partner hat. Mhm. Und dann sucht die sich einen. Meinen? So, dann Arschkarte und dann? Scheiße, ich zitter voll. Ja. Boah. Tja, weg von Geraldines Geldproblemen und hin zur neuen Granate, Aurelia. Ja, im Club twerke ich natürlich gerne. Ja, ich twerke gern fett mit dem Arsch in der Luft. Aber wenn ein Mann dann auf den Po schaut, dann bin ich das Opfer und muss es der ganzen Welt erzählen, dass mir auf den Po geglotzt wird. Kann ich schon sagen, alle Augen auf mich. Mein Po ist sehr groß. Ob antrainiert oder genetisch bedingt, jeder hat einen Po, wie er ihn haben muss. Aber diese Badehose, diese Unterhose, diese What? Das kann man doch einer Barbiepuppe überziehen und es passt ihr besser als Aurelia. Dieses Ding ist einfach viel zu klein. Das Ding ist so groß. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Gar nicht. Nicht eifersüchtig. Merken wir uns das mal für später. Vielleicht wird sie doch eifersüchtig. Keine Ahnung. Mir ist halt ganz wichtig, dass ich einen Mann fürs Leben finde. Und 5 Minuten vorher sagte sie, dass No-Go bei einem Mann ist einfach, wenn er nicht tanzen kann. Wenn er tanzt, geil. Wenn er nicht tanzt, weg mit dir. Geschafft. An alle Mädels da draußen oder auch an alle Jungs, die sich gut mit Bikinis auskennen, kann es sein, dass diese Unterhose falsch rum ist. Vorne ist es flatterig und einfach nur zu groß und hinten hat sie dieses 2 cm Stück Stoff. Als ich in die Villa kam, habe ich halt einfach schon Blicke gesehen. Ja, es war irgendwie sehr abschätzend und haben mich sehr beäugt. Ja, wie gesagt, Geraldine hat halt Angst, aus der Villa rauszufliegen, wenn ihr Couple von Aurelia geschnappt wird. Ja, optisch ist die Granate eine Granate, ne? Also. Melina ist einfach so sympathisch. Sie ist einfach so nett und sympathisch und lacht einfach so wirklich voll, ja, einfach nett. Sie ist einfach real, so wie sie ist. Nicht übertrieben, nicht übertrieben geschminkt, einfach voll nett. Ich bin definitiv noch hotter als die Granate. Wenn, dann hat sie definitiv nur viel mehr Silikon als die Granate. Außerdem, wieso ist der Spalt zwischen ihren Körperteilen größer als die Entfernung zwischen Europa und den USA? In der USA. Und damit ist der erste Arbeitstag beendet. Dann langsam fertig machen fürs Bettchen. Und jetzt alle schön die Beißerchen schrubben. Damit die gebleachten Beißerchen wieder glänzen. Ne? Wie lange brauchen die denn, ey? Die Münder müssen frisch sein für die Nacht. Wie lange brauchen die Ladies? Digga, das ist krank, Mann. Die 1 cm dicke Spachtelschicht muss halt abgekratzt werden. Ich bin schon lange fertig. Ja, dann leg dich hin. Ja, so schön und einfach kann es sein wie bei Melina. Sie muss halt einfach nicht viel machen, weil sie so ist, wie sie ist. Die Eiländer dösen noch, aber schlafen ist sehr wichtig für die Schönheit. Ja, wir wissen alle, dass die Schönheit bei Love Island erstrangig ist, aber jetzt muss die Liebe gesucht werden, denn das ist Love Island.
Ich bin die Granate, ich muss da schon ein bisschen angreifen. Und die Granate, die granatiert direkt los. Du hast sowas in deinen Augen. Ja, er hat sowas Augiges in den Augen, so. Also du schaust einen wirklich an, so in die Augen. Ach was, wirklich? In die Augen? Nicht in die Nase vielleicht? Ist doch spannender, oder? Ich finde, du hast ein ehrliches Lachen. Ja, so ehrlich so, weil nicht unehrlich, sondern ehrlich. Ey Mann, es ist so hell, ich würde gerne dir in die Augen gucken, so, aber... Ich muss die Sonnenbrille aufziehen. Boah, ja, lass mich doch einfach meine Flugzeug-Windschutzscheibe aufziehen. Es ist so hell hier. What's the difference? Wäre ich so dein Typ oder... Oder... Also. Ja klar, wessen Typ ist eine Ente mit Pilotenbrille denn nicht? Riesenidee, Jungs. Was mit den Mädels machen? Gesagt, getan. Luca redet mit seinem Couple Melina. Da sieht man, Melissa muss einfach nichts verstecken oder irgendwelche Probleme mit großen Sonnenbrillen ausgleichen. Sie fühlt sich so gut, wie sie ist und hat einfach eine schöne, normale Sonnenbrille, die das tut, was sie muss, nämlich die Sonne rausfiltern. Optisch. Ja, und ich möchte es hier einfach ein bisschen anders machen. Ja, und jetzt dürfen mal alle mitraten, was will eine Frau, wenn sie einem Jungen sagt, dass ihr so kalt ist. Brrr. Irgendwie ist es schon kalt, ich weiß nicht, oder vielleicht... Die ist kalt. Die ist kalt? Oh ja, dann... Ja. Ey, dann setz dich da hin. Ja, dann setz dich doch einfach da drauf, da wird dir knackig warm. Die ganzen Krümel. Da sitzt sie in der Sonne. Ja, danke dir. Sehr gerne. Ja, das ist es bestimmt, was sie wollte. Alleine in der Sonne sitzen und sich mit der Sonne wärmen. Ich fand's natürlich total süß von Marc, dass er mir einen Toaster gebracht hat. Oh, ein Abo-Button. Du kannst unten draufdrücken. Decke gebracht hat. Ja. Ja, ihr Gesicht sagt mehr als 1000 Worte, aber ja. Wir sind ready for the party! Die Party vor der ersten Paarungszeremonie. Du wirst heute Abend dein Couple wählen. Welche Islanderin machst du zum Single? Hashtag, hoffentlich müssen die kreischenden Zicken die Villa verlassen. Und wer läuft Gefahr, die Villa verlassen zu müssen? Also das war eine Ansage, ne? Ja, Gabby, und zwar an dich. Und ich muss heute ein Couple trennen. Und sie wählt. Deswegen entscheide ich mich für... Für... Henrik. Tja, und ohne anwesende Moderatorin... Kann's schon mal weird werden. Naja, nächste Folge Love Island. Schau, was kommt von draußen rein. Wir zünden die nächste Granate und sagen, zeig's ihnen, Pia. Die Pia zeigt ihnen und ihr zeigt es mir. Unterstützt mich gerne mit einem kostenlosen Abo hier oben. Da verpasst ihr kein Video mehr von Love Island Staffel 4. Natürlich könnt ihr mir auch einen Daumen und einen Kommentar lassen. So könnt ihr mir sagen, wie euch das Video gefallen hat. Und ich kann natürlich Sachen verbessern, damit euch die Videos noch besser gefallen. Und ja, da sehen wir uns in der Folge 2 von Love Island. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Schaut alle beim Till vorbei und sagt ihm Danke von mir.